Okay, hier scheinen wir auch schon gewesen zu sein. Ist schon wieder ein bisschen her bei mir. Ich würde mal gerade behaupten, durch die Tür. Oh, hier brennt's. Ach, na super. Wo müssen wir hin? Gehen wir erstmal hier hin. So. Salvengeschütz. Was denn nun? Ah, na bitte. Finde den letzten Riss. Tun wir das doch mal. Was? Reclaimed. For the people of Columbia. Also ich würde mal glatt wortwörtlich übersetzen. Reklamiert für die People von, für die Leute von Columbia. Munition für Panzerfaust ist voll. Okay. Ach, hier sind Waffen. So ein Emery-Automat wieder. Chance, Boost. Gibt's noch was, was wir für Revolver oder so tun können? Nee. Dann nehmen wir mal unsere Schrotflinte wieder. Ein bisschen boosten. Ach, die ist jetzt voll geboostet. Was ist das? Größerer Radius vom Salvengeschütz. Ja, Schadensboost für die Pistole. Präzisionsgewehr. Was haben wir hier noch? Schaden des Salvengeschütz. Panzerfaust. Was haben wir hier noch? Burstgun-Schaden. Ach, nehmen wir noch das Präzisionsgewehr. Weniger Rückstoß. Wir haben hier gerade so viel Geld, also von daher. Oh, großzügig. Noch ein Erfolg. Achso, das ist der Munitionshändler, der Dollarbill, der Veni Vidi Vigor, Bronco-Hilfe, Krähen-Boost, Bronco-Boost, Sog-Hilfe, Schockdauerhilfe, Ladungsboost, Sog-Boost. Oh, die Schockdauer. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man die Salze auswählen kann. Beziehungsweise die Fähigkeiten. Ach, das, der Ton gefällt mir schon wieder nicht. Ey, spinnst du? Das ist ein Köder. Sollen sie erstmal auf den schießen? Blutet ja. Das war Y oder so, ne?
Aha. Jetzt haben wir unseren eigenen Scharfschützen. Machen wir nochmal Set nachladen. Gut, weiter in die Richtung. Mann, das sieht ja hier nett aus. Ich würde gerade behaupten, hier hoch, ne? Ah. So, Elizabeth? Einer muss Schmiere stehen. Natürlich tun wir das. Bitteschön. Dankeschön. Jo, der letzte Riss. Da Feuer. Mal gucken, ob wir noch irgendwas hier. Phonograph benutzen. Nee, das tue ich jetzt nicht. Oder, ach doch, tun wir es einfach mal. Was haben wir hier? Eine Schrotflinte. Geldbörse. Okay, dann kommen wir jetzt den Riss. Sehr gut. Einen Riss öffnen. Aber Sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und Sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt. Oh, ein Foxphone. Das ist doch Irrsinn. Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Lutesses etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann? Gestern. Gestern Morgen. Rupert, Sie sind seit 7 Tagen tot. Aha. Na, Rupert. Kehre zu. Kehre zu hin. Aha. Zu Comstock zurück, wird. Oh. Versteckst du dich da? Flakgeschützbucke! Erhebt euch, Brüder! Perfekt getimt. Na komm! Mist! Hat er uns erwischt. Da ist noch ein Frachthaken. Noch ein Frachthaken. Deckung, Deckung. Warum nicht? Was? Wer ist denn Schwein? Ich lass dich auf der Straße aus, du. Hm? Was schießt denn hier auf mich? Elizabeth! Bitte sehr! Nö, ich will nicht mit ins Grab. Besonders nicht mit ins Grab mit bei dir. Wo ist denn der Typ? Reiß die in Stücke! Ich stech dich ab! Ach, da ist er! Wo schießt denn der hin? So.
So, den hätten wir damit überzeugt, dass er uns in Ruhe lässt. Hier, für die Kasse. Yeah. Oh, das sind die Geister fürs Spiel. Und jeder, der. Ach Mist, die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Booker. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Na Mensch. Genau das tun wir. Na nu, warum liegen hier so viele Leichen rum? Hab ich die alle getötet? Ich glaube nicht. Präzisionsgewehr. Ach, hier ist wieder Comstock. Gut. Geist. Oh, verdammte Tat, ey. Aufstehen, Booker. Aufstehen. Komm, stirb! Das gibt's nicht! Habe ich den Geist jetzt trotzdem platt gemacht gehabt? Los! Geht klar! Was? Ich schulde dir eine Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich holte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Das ist alles deine Schuld! Er gab vor, dich zu lieben, wie er es mit mir gemacht hat. Comstock, geh Ich bin nicht der Bastard deines Mannes. Ich bin sein Opfer. Lüge, alles aber meine Tage als Opfer sind vorbei.
Wir müssen uns verzeihen. Denn einer ist viel schlimmer als du oder ich. Der Prophet hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Wenn das stimmt, warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Wofür hat sie mir jetzt gedankt? Dafür, dass ich jetzt daneben stand und nichts gemacht habe? Oh, Blut in den Straßen. Freigeschaltet. Jetzt hier Comstock-Haus, würde ich mal glatt behaupten. Na dann.